بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. Wir machen weiter inshallah ta'ala mit dem Kapitel Verbot zu flüstern ohne Zustimmung oder in einer anderen Sprache zu sprechen, die ein Anwesender nicht versteht. Und zwar sagt Allah Azza wa Jalla, die geheime Verschwörung rührt allein von Satan her. Was ist jetzt hier damit gemeint? An-Najwa ist, wenn wir drei Personen haben und zwei reden miteinander, und zwar so, dass es der Dritte nicht versteht. Das ist nicht erlaubt. Wenn wir drei Personen haben und zwei reden miteinander leise, sodass der Dritte nicht versteht, dann ist das nicht erlaubt. Gleiches gilt, sie reden laut, aber in einer Sprache, in der der Dritte das nicht versteht. Also das Ausschließen des Dritten, egal ob es aufgrund der Tonlage ist oder aufgrund der Sprache ist, ist nicht erlaubt, außer mit seiner Zustimmung. Wenn wir vier Personen haben und da reden zwei miteinander, dann ist es erlaubt. Dann ist er nämlich nicht mehr alleine. Es sind zwei, die es nicht verstehen, dann ist es kein Problem. Sobald es mehr als einer ist, der es nicht versteht, dann nennt man das nicht mehr Najwa, was verboten ist. Aber natürlich, wenn es vier sind und da reden jetzt drei zusammen, sodass es einer nicht versteht, der vierte, dann ist wieder nicht erlaubt. Also es ist immer dann, wenn eine Person es nicht versteht. Ja, wir haben drei, die sprechen Arabisch, einer versteht kein Arabisch. Dann soll man nicht auf Arabisch reden. Außer sie können es nicht, ist wieder was anderes. Aber sie könnten auf Deutsch, dann versteht es jeder, dann sollen sie bitte alle auf Deutsch reden. Oder andersrum, drei reden auf Deutsch, der eine versteht es nicht, aber sie alle könnten sich verständigen auf, von mir aus Arabisch, Türkisch, ist egal welche Sprache, alle vier reden. Dann bitteschön jene Sprache wählen, sodass jeder versteht. Wenn, noch einmal, es zwei sind, die miteinander reden und die zwei anderen verstehen es nicht, dann ist es kein Problem. Der eine soll nicht alleine bleiben. Das ist damit gemeint. Der Hadith 1598 oder auch der nächste, das sind also, es geht um das gleiche, 1599, Ibn Mas'ud r.a. berichtete, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn ihr zu dritt seid, sollen nicht zwei von euch ohne den Dritten flüstern, bis ihr unter den Menschen seid, weil ihn, also der Dritte, dies traurig macht. Also keiner will ausgeschlossen werden. Also wenn du da redest und ihr kichert und lacht und so weiter, dann denkt sich vielleicht der Dritte, ja, vielleicht lachen die über mich oder warum soll ich das nicht verstehen? Und damit spielt der Scheitan dann, ja, dass er dann einflüstert, guck mal, die wollen dich ausschließen, die wollen, dass du das nicht mitbekommst. Wenn du eine Sache hast, die du tatsächlich mit dieser Person besprechen musst und keiner soll es mitbekommen, dann sag das. Entschuldige, könnten wir bitte alleine reden, weil ich muss mit ihm was Persönliches besprechen. Einfach kommunizieren, ja, einfach reden. Dann das Verbot von Gewalt. Allah Azza wa Jal sagt, und seid gut zu den Eltern und zu den Verwandten, den Weisen, den Armen, dem Nachbarn, sei er verwandt oder aus der Fremde, dem Begleiter an der Seite, dem Sohn des Weges, also der Reisende, und zu dem Sklaven, den ihr von Rechts wegen besitzt. Seht, Allah liebt nicht den Hochmütigen, den Prahler. Also zu allen Menschen sollen wir gerecht sein, ob verwandt, nicht verwandt, aber natürlich die Verwandtschaft umso mehr. Ja. Hadith 1600, Ibn Umar radiallahu anhu berichtete, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Frau wurde bestraft, die eine Katze eingesperrt hatte, bis diese starb. Sie kam deswegen in das Feuer. Sie hatte ihr weder zu essen noch zu trinken gegeben. Laufen lassen hatte sie sie auch nicht, sodass sie hätte von den Tierchen der Erde fressen können. Also diese Frau hat
weder diese Katze gefüttert, noch hat sie sie laufen lassen, damit sie selbst Fressen findet. Also das ist Ungerechtigkeit gegenüber einem Tier. Dann ist Ungerechtigkeit gegenüber Menschen natürlich umso schlimmer. Und das zeigt, dass der Islam schon früh den Tierschutz bewahrt hat. Das heißt, der Muslim muss darauf achten, dass er keinen Lebewesen etwas Schlechtes antut. Das heißt natürlich nicht, dass wir die Tiere, zum Beispiel Schafe und Kühe und so weiter, nicht schächten dürfen. Natürlich dürfen wir das. Aber dann auch bitte auf gute Art und Weise. Ja, die Haltung dieser Tiere soll auch islamkonform sein. Das heißt aber nicht, weil einige stellen dann die Frage, was ist, wenn Tiere nicht gut gehalten werden, wird das Fleisch haram? Nee, das Fleisch ist nicht haram. Der Halter sündigt, ja? Ja, wenn er die Tiere quält, sündigt er. Aber wird das Fleisch deswegen haram? Nee. Dass du sagst, okay, diesen Halter will ich nicht unterstützen, jazakallahu khairan, das ist was Gutes. Aber wird das Fleisch haram? Ist es dann wie totes Tier? Nee. Ja, wenn es geschächtet wurde, die Haltung ist schlecht, okay, das ist im Islam, der Islam unterscheidet immer. Ja. Die eine Sünde hat keine Auswirkung auf eine andere Sache. Hadith 1604, Abu Mas'ud al-Badri, radiallahu anhu, berichtete, als ich einen Sklavenjungen mit der Peitsche schlug, hörte ich hinter mir eine Stimme. Wisse Abu Mas'ud, vor Zorn hörte ich die Stimme nicht. Als er sich näherte, sah ich den Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Also er hat es nicht ganz mitbekommen. Er hat was gehört, aber nicht den ganzen Text mitbekommen. Wisse Abu Mas'ud, dass Allah mehr Macht über dich hat, als du über diesen Sklaven. Also Rasul sallallahu alaihi wasallam sah, wie er diesen Sklaven behandelt und er hat ihn ermahnt. Allah hat mehr Macht über dich, als du über diesen Sklaven. Da versprach ich, nie wieder einen Sklavenjungen zu schlagen. In einer anderen Überlieferung heißt es, aus Ehrfurcht vor ihm fiel mir die Peitsche aus der Hand. Und in noch einer anderen Überlieferung heißt es, dann sagte ich, o Gesandter Allahs, der Sklave ist jetzt um Allahs Willen frei. Er hat ihn also aus Wiedergutmachung hat er ihn befreit. Daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn du dies nicht getan hättest, hätte das Höllenfeuer dich verbrannt. Möge Allah uns bewahren. Ja, und das zeigt also, der Islam, als er kam, hat er zuerst einmal, der erste Schritt, um die Sklaven zu befreien, war zuerst einmal, ihnen Rechte zuzuweisen. Ja? Und dass man diese Menschen nicht foltern darf. Ja? Und das gilt natürlich für jeden Menschen, ja? Dass du Menschen nicht einfach foltern darfst, nicht ungerecht sein darfst zu den Menschen. Das Verbot, Tiere mit Feuer zu quälen, kein Tier, auch keine Ameise oder ähnliches. Ibn Mas'ud radiallahu anhu berichtete, wir waren mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam auf einer Reise und als er sich zum Verrichten der Notdurft entfernte, sahen wir einen Vogel mit zwei Küken. Wir nahmen ihm seine Küken. Daraufhin begann das Rothuhn über uns zu fliegen. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, sagte er, wer hat dieses mit seinen Kindern erschreckt? Bringt ihm seine Kinder zurück. Also, die haben gedacht, die machen jetzt mal einen Spaß und nehmen jetzt diese Küken weg. Und der Rasul sallallahu alaihi wasallam sah, wie diese Mutter ja, eben außer sich war. Und da sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass das nicht erlaubt ist. Warum erschreckt ihr diesen Vogel? Warum? Ausschlaggebend war hier, das war unnötig. Die wollten nur einen Spaß. Das ist jetzt nicht ein Beleg dafür, dass wir keine Hühner halten dürfen, dass wir keine Eier essen dürfen, sondern das bedeutet, du siehst im Freien einfach so ein Nest und da sind Küken oder Eier und du nimmst sie einfach jetzt so. Warum nimmst du sie? Du hast dieses Tier nicht gehalten und so weiter, sodass du Eier immer bekommst, sondern das ist ein frei fliegendes Tier, lass es in Ruhe. Lass dieses Tier ihr Leben leben. Ja. Dann geht es weiter. Er sah ebenfalls einen Ameisenhaufen, den wir verbrannt hatten. Er sagte, alayhi salatu wassalam, wer hat ihn verbrannt, also diesen Ameisenhaufen?
Wir sagten wir. Er sagte, keinem ist es erlaubt, mit Feuer zu foltern, außer dem Herrn des Feuers. Ja. Und das war ja dieser Hadith, den Ibn Abbas radiallahu anh, dann auch benutzt hat, als Ali radiallahu anh, diejenigen verbrannt hat, die ihn vergöttert haben. Auf jeden Fall, hier wird klar, du darfst die Tierwelt nicht einfach so angreifen, einfach so töten. Das ist dir nicht erlaubt. Ja, was ist, wenn eine Fliege da ist und die stört die ganze Zeit? Das ist wieder was anderes. Aber du gehst wandern jetzt und siehst einen Ameisenhaufen oder siehst irgendwo ein Insekt läuft da rum oder irgendeine Blume ist da. Zerstör das nicht. Töte diese Lebewesen nicht. Die haben dir nichts getan. Und du wanderst und gehst ja weiter, oder nicht? Du bist zu Hause, da kommt jetzt, und das ist dann unangenehm, natürlich Ameisen oder Heuschrecken oder Kakerlaken und so weiter. Okay, das ist wieder was anderes. Das kannst, darfst du töten. Es muss nicht nur gefährlich sein, nein, auch wenn es eklig ist, ja, ekelerregend ist, störend ist. Das ist schon ein Grund, dass man Fliegen töten darf oder Ameisen. Aber die sind jetzt weg von dir. Oder du kannst diese Fliege rauslassen. Du machst das Fenster auf, dann fliegt sie weg. Okay, lass sie erst mal weg. Oder eine Wespe und so weiter und so fort. Wallah, ich habe alles versucht, geht nicht. Okay, dann darfst du so töten. Bitteschön. Du darfst auch nicht einfach so eine Pflanze zertrampeln oder einfach so wegnehmen, einfach so. Wallah, nee, ich wollte eine Rose hier, die hat mir gefallen und sie gehört keinem. Also natürlich, wenn, kannst du nicht vom Garten von einem anderen, wallah, der hat schöne Rosen, ich nehme sie jetzt. Das ist dann Entwendung vom Besitz eines anderen. Ja? Aber sagen wir mal, das sind so Wildrosen, wenn man das so nennen darf, ja? Die gehören keinem. Okay, und du wolltest eine nehmen, bitteschön. Aber jetzt einfach so, ich will es mal kaputt machen. Das ist nicht erlaubt. Einfach so einen Baum fällen, das ist nicht erlaubt. Einfach so, ich verbrenne mal jetzt einen Baum. Ich will mal sehen, wie das aussieht. Das ist ein Lebewesen. Du brauchst diesen Baum, deswegen fällst du den Baum, du brauchst das Holz, bitteschön, das ist erlaubt. Aber das unnötige Zerstören der Umwelt ist nicht erlaubt. Und natürlich, dass ein Übermaß, die Übertreibung, ist auch nicht erlaubt. Also wir Muslime stehen auch natürlich für Umweltschutz. Ja? Das heißt einfach so, die Urwälder zu, wie nennt man das, verroden, roden, ja? Genau, einfach mal verbrennen und das war, das ist auch nicht erlaubt. Ja? Das muss alles im Rahmen des Nötigen sein, des Nachhaltigen sein, dass auch genug Zeit da ist, dass es wieder blüht. Oder zum Beispiel Leute, die dann auch tatsächlich Wälder in Brand setzen. Also das ist eine sehr gewaltige Sünde. Du vernichtest die Natur unnötig. Zweitens, es ist eine Riesengefahr, Menschen können sterben und so weiter. Und deswegen muss man sich in Acht nehmen vor diesem, vor der Zerstörung der Umwelt. Das strikte Verbot, sich den Besitz von Waisen anzueignen. Allah sagt, wahrlich diejenigen, die der Waisen gut, also das Gut, ja, den Besitz der Waisen, ungerecht aufzehren, die zehren in Wirklichkeit Feuer in ihre Bäuche auf und werden in einem Höllenfeuer brennen. Und im Hadith 1614, Abu Huraira radiallahu anh berichtete, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, hütet euch vor den sieben großen Sünden. Man fragte, o Gesandte Allahs, welche sind das? Er sagte, alaihi salatu wasallam, Allah einen Partner zur Seite stellen, also Götzendienst, das Verzaubern, also Magie, das Töten einer Seele, die Allah unantastbar gemacht hat, außer zu Recht, das Nehmen von Zinsen, und das Nehmen des Besitzes von Waisen, die Flucht an der Front vor dem Feind und die Verleumdung der unschuldigen, Gläubigen und Unwissenden. Also das sind einige der großen Sünden, Kabair, also Akbarul Kabair, also die größten Sünden, Todsünden nennt man sie auch auf Deutsch. Und dazu gehört eben, dass man Besitz von Waisen sich aneignet. Du bist der Verantwortliche für den Besitz von Waisenkindern. Ja?
Sie haben ihren Vater verloren, ihre Eltern verloren und du kümmerst dich jetzt um sie. Und sie haben aber Geld. Ja? Ihr Vater hat ihnen was vererbt. Oder sie besitzen etwas. So, dieser Besitz dieser Kinder, die sind nicht so reif, dass sie selbst mit ihrem Geld umgehen. Also kümmerst du dich um dieses Geld, dann musst du Allah fürchten. Du kannst jetzt nicht sagen, okay, ich hole mir jetzt einen Maybach, weil vom Geld von diesen Kindern, damit ich sie zur Schule fahre. Du brauchst keinen Maybach dafür, damit du sie zur Schule fährst. Du holst dir den Maybach für dich und das ist nicht erlaubt. Das heißt, nehme von dem Geld nur so viel wie nötig, um diese Kinder zu pflegen. Für das Wohl der Kinder. Ja, wir müssen einen Urlaub machen. Okay, bitteschön. Dann kaufst du das Ticket für die Kinder von diesem Geld zum Wohl dieser Kinder, bitteschön. Na, aber ich muss aus diesem Geld mein Ticket und von mir aus Begleitperson. Okay, Begleitperson. Ja, und dann noch meine Freunde und noch meine, was weiß ich, vom Geld der Weisen. Warum denn das? Kauf von deinem Geld dann den Rest. Also nimm nur so viel vom Geld der Weisen, so viel wie nötig. Und vergeude das Geld nicht. Denn alles, was du unrechtmäßig nimmst, wird Feuer sein, Yawm al-Qiyamah, in deinem Magen. Möge Allah uns davor bewahren. Dieser Mensch wird brennen, Yawm al-Qiyamah. Warum? Weil er dieses Geld dieser Weisen unnötigerweise verprasselt hat, ausgegeben hat. Das Verbot des Wuchers. Hadith, oder zuerst die Ayat. Diejenigen, die Zinsen verschlingen, also erst einmal Wuchers hier, Riba, nicht Wucher. Also Wucher ist was anderes. Wucher ist zu viel zu verlangen, oder nicht? Etwas zu teuer. Aber hier ist Zins, Verbot des Zinses. Diejenigen, die Zinsen verschlingen, sollen nicht anders dastehen, wie einer, der vom Satan erfasst und zum Wahnsinn getrieben wird. Also die sollen bestraft werden wie jemand, der eben besessen ist. Ja. Dies soll so sein, weil sie sagen, Handel ist dasselbe wie Zins nehmen. Das war nämlich die Ansicht der Juden. Die haben gesagt, was ist der Unterschied zwischen Handel und Zinsen? Das ist das Gleiche. Ob ich kaufe und verkaufe oder mein Geld ausleihe und dafür Geld bekomme, ist das Gleiche. Doch Allah hat den Handel erlaubt. Und das Zinsnehmen verboten. Warum? Weil bei Handel gibt es ein Risiko. Die Ware kann verloren gehen. Die Ware kann schlecht werden. Du kannst verlieren. Beim Zins, warum ist Zins haram? Weil du nie verlieren kannst. Du wirst immer den Gewinn haben, weil du leist Geld aus. Das war's. Ob er Verlust hat oder nicht, dieser Mensch, ob er das Geld verliert in seinem Handel, da sagst du, ist mir egal, ich habe die 1000 Euro gegeben, ich will die 1500 zurück. Da du kein Risiko übernimmst, ist Zins haram. Das ist also die Wirtschaftsethik im Islam. Risiko muss aufgeteilt werden auf alle Parteien. Es kann nicht sein, dass einer nur das Risiko übernimmt und der andere nicht. Ja. Und wir sehen ja auch dieses Wirtschaftssystem, wie es immer weiter den Bach runtergeht. Jedes paar Jahre muss irgendeine Bank gerettet werden, muss irgendein Institut, Geldinstitut gerettet werden, ja. Obwohl es nie was bringt, anstatt dass man Zinsen verbietet. Und du kannst ja immer noch Handel treiben, aber dann hast du das Risiko. Bitteschön. Das ist ja der Unterschied zwischen einer islamischen Bank und einer nicht-islamischen Bank. Die islamische Bank, da fangen wir an mit der nicht-islamischen Bank, die gibt dir das Geld und sagt, es ist mir egal, was passiert mit dir. Dein Haus ist kaputt gegangen, dein Auto, deine Firma hat dicht gemacht. Ich will meine 100.000 plus 50.000 Zinsen. Die islamische Bank, die gibt dir kein Geld, sondern die sagt dir, guck mal, ich werde dein Partner. Oder, das ist bei Handel zum Beispiel, ich werde dein Partner und wir machen dann 50-50 oder von mir aus 80-20, ist ja egal, wie viel dann jeder Anteil hat, das ist egal. Aber wenn du verlierst, verliere ich mit dir. Wenn du gewinnst, gewinne ich mit dir. Das ist Handel. Oder die kaufen die Ware, du sagst, ich will dieses Haus, dieses Auto, diesen Bus, diesen Laster. Okay, ich kaufe die Ware und verkaufe es dir mit einem Aufpreis. Bitteschön, du kannst gerne diesen Aufpreis haben.
Aber wenn er die Bank kauft, das Auto wird geklaut, ist weg, ist kaputt, Allahu a'lam. Wer übernimmt jetzt das Risiko? Die Bank. Du kannst ja nicht sagen, der Kunde soll das Risiko, ich habe es noch nicht gekauft von dir. Du Bank, du hast es jetzt gekauft, um es mir zu verkaufen, aber das Auto ist weg. Geklaut, verbrannt, Allahu a'lam, Erdbeben, ist mir egal, was für ein Problem. Auf jeden Fall, das Auto ist weg. Warum soll ich jetzt was zahlen? Bei Kredit ist es anders. Hier, bitteschön, nimm das Geld für dieses Auto. Erdbeben, irgendwas verbrannt, Überschwemmung, Auto kaputt. Ich will mein Geld zurück. Also Risiko übernimmt die Bank nicht und deswegen ist es haram. Doch Allah hat den Handel erlaubt und das Zinsnehmen verboten. Und wenn zu jemandem eine Ermahnung von seinem Herrn kommt und er dann aufhört, dem soll verbleiben, was bereits geschehen ist. Also, jemand hat mit Zinsen gehandelt. Und jetzt hat er mitbekommen, es ist haram. Okay, dein Kapital, bitteschön, kannst du behalten. Du musst jetzt nicht dein Kapital spenden. Nein, du hast dieses Kapital angelegt im Zinsgeschäft. Dein Kapital kannst du nehmen. Was ist mit dem Gewinn aus Zinsen? Das musst du spenden. Darfst du nicht benutzen. Das ist nicht dein Geld. Und seine Sache ist bei Allah, also dass er ihm vergibt. Ja, das obliegt Allah. Wer es aber von Neuem tut, okay, der hat es jetzt mitbekommen, okay, ich habe verstanden, es ist haram, vorher wusste er es nicht. Wer es aber von Neuem tut, die werden Bewohner des Feuers sein. Darin werden sie ewig bleiben. Allah wird den Zins dahin schwinden lassen und die Mildtätigkeit vermehren. Guckt mal, also dieses Thema, die Ayat des Zinses über Zins, ist ein Thema für sich. Allah spricht vorher und auch hier über Spenden. Mehrere Ayat vor diesen Ayat über Zinsen, da geht es um Spenden, um zu erklären, wie das Wirtschaftssystem aufgebaut werden soll. Aufgrund von Spenden, aufgrund von Zakat, wenn wir Zakat haben, diese Pflichtabgabe, dann wird es auch den Menschen gut gehen. Aber schaut euch jetzt zum Beispiel an, die Reichen zahlen nicht viel. Ja, das ist ja die ganze Zeit die Diskussion auch bei den Politikern. Sie rufen immer nach was? Besonders die linkeren Parteien, ja, SPD und Linke und so weiter. Aber die FDP zum Beispiel und die CDU, das sind ja die typischen Vertreter der Businessleute. Ja? Und deswegen sind die da immer dagegen. Ne? Lasst unsere Leute in Ruhe. Warum? Ja, dann verschwinden sie in andere Länder. Im Islam heißt es, hör mal zu, verschwinde, wo du willst. Lebst du auf dem Mars, du musst Zakat zahlen. Bringt das was einem Muslim, dass er nicht mehr in Deutschland lebt, dann braucht er keine Zakat zu zahlen? Du kannst verschwinden, wo du willst. Du, überall musst du Zakat zahlen. Überall musst du den Armen helfen. Stell dir mal vor, das würde jedes Land machen. Reich oder arm. International einigt man sich auf 2,5% des Geldes. Egal wo du bist und wenn du auf dem Mars bist, dann wird sich vieles ändern. Aber da diese Schlupflöcher da sind, dann gehe ich mal in die Schweiz, dann gehe ich mal Allahu a'lam wo, dann Bahamas oder was weiß ich was. Ja? Also ich finde Schlupflöcher, wo ich nichts mehr zahlen muss. Ja. Und was ist die Lösung? Religion. Denn wenn du an Allah glaubst, egal wo du bist, weißt du, Allah sieht mich, Allah hört mich. Ich werde zur Rechenschaft gezogen, Yawm al-Qiyam. Dann wirst du auch Zakat zahlen. Deswegen erwähnt Allah Azza wa Jal, bevor er Zinsen verboten hat, hat er erstmal gesagt, wie eine Gesellschaft leben soll. Durch Zakat. Also sagt Allah Azza wa Jal, Allah wird den Zins dahin schwinden lassen und die Mildtätigkeit vermehren. Also die Sünde wird Allah vergeben. Beziehungsweise gemeint ist, den Zins wird Allah nicht segnen. Das ist gemeint. يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَى. Also den Zins wird Allah nicht segnen, aber die Mildtätigkeit, die wird er segnen, vermehren. Und Allah liebt keinen, der ein hartnäckiger, Ungläubiger und Übeltäter ist. Wahrlich, denjenigen, die Gläubige sind und gute Werke tun und das Gebet verrichten und die Zakat entrichten, ist ihr Lohn von ihrem Herrn gewiss und sie brauchen keine Angst haben, noch werden sie traurig sein. O, die ihr glaubt, fürchtet Allah
und verzichtet auf das, was noch übrig ist an Zinsen, wenn ihr gläubig seid. Dann geht es ja weiter, die hat hier die Ayat nicht weitergeführt. Wenn ihr das nicht tut, dann, was? فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Dann möge der Krieg gegen Allah und seinen Gesandten beginnen. Möge Allah bewahren. Allah Azza wa Jal, also bei keiner Sünde hat er den Krieg erklärt. Allah Jalla wa Ala hat bei keiner Sünde den Sündern den Krieg erklärt. Außer bei Zins. Möge Allah bewahren. Möge Allah bewahren. Und dann gibt es doch tatsächlich Leute, die dann sagen, ja, aber es gibt Ulama, die haben Kredite erlaubt. Erstens, diejenigen, die es erlaubt haben, falscherweise, ja, also fälschlicherweise, es ist nicht richtig. Aber hat er dir erlaubt, eine Wohnung für 500.000 zu kaufen, mit einem Swimmingpool und einem Garten und dann noch ein AMG noch dazu zu kaufen? Diejenigen, die das erlaubt haben, falscherweise, haben gesagt, im Rahmen des Allernötigsten, damit du nicht auf der Straße lebst. Gut, wir sagen, Miete ist die Alternative. Solange es eine Alternative gibt, darfst du das nicht machen, was eine Sünde ist. Kannst du, also welcher Mensch sagt dir, okay, du darfst Alkohol trinken, wenn du einen trockenen Hals hast? Nur wegen trockenen Hals darfst du doch keinen Alkohol trinken. Stirbst du jetzt? Nein, stirbst du nicht. Erst wenn es um Leben und Tod geht und du hast nichts außer Alkohol, dann okay, dann trink einen Schluck, sodass du überlebst. Jetzt hast du die Alternative, du kannst in Miete leben. Ja, soll ich das ganze Leben lang Miete zahlen? Was ist besser, das ganze Leben lang Miete zahlen oder mehrmals Zina mit der eigenen Mutter zu machen? Möge Allah bewahren. Denn das sagte der Prophet, sallallahu alaihi wasallam. Ein Dirham, Silbermünze, ein Dirham Riba ist schlimmer als so und so viel Mal Zina mit der eigenen Mutter zu begehen. Möge Allah uns bewahren. Das ist doch keine Argumentation. Soll ich ein Leben lang Miete zahlen? Ja, okay, dann verkaufen wir Drogen und dann machen wir alles. Warum? Ja, soll ich mein Leben lang Geld schuften? Ja, ich will sofort Milliardär werden. Was ist das für eine Argumentation? Dann zahlst du dein Leben lang Miete. Aber die Leute, die Zinsen nehmen, die holen sich dann eine fette Wohnung und dann noch eine fette Küche und noch ein fettes Auto und so weiter. Und dann noch ein Auto für den Sohn und noch ein Auto für die Tochter. Riba ist halal. Was ist denn das? Und hier ist dann ein Krieg mit Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wird dein Leben zur Hölle machen. Du wirst alles haben, Hammerhaus, Hammerautos und du wirst auch katastrophale Zustände haben. Du wirst dein Leben nicht mehr genießen. Warum? Es ist Krieg. Also im Krieg. Geht es den Leuten gut im Krieg? Den Leuten geht es überhaupt nicht gut. Und deswegen diejenigen, die in Zins leben, die werden eben diesen Krieg mitbekommen. Und jeder Mensch, der den Koran liest, erkennt sofort, dass dies verboten ist. Der Hadith 16,15, Ibn Mas'ud radiallahu anhu berichtete, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam verfluchte die, die Wucher nehmen und geben. Und in einem anderen Hadith wurde hinzugefügt, die Zeugen und Schreiber. Also das ist ja eine ganze Palette an Menschen in diesem Krieg, die vernichtet werden, die verflucht werden. Derjenige, der den Zins gibt, Kredit. Derjenige, der den Zins nimmt, also du gibst Zinsen und der andere nimmt sie. Derjenige, der diesen Vertrag zustande gebracht hat, geschrieben hat. Derjenige, der es bezeugt. Alle sind sie verflucht. Das ist eine Atombombe, ist das. Einer wollte was kaufen mit Zins und die ganzen Leute wie in Hiroshima, alle verflucht, möge Allah uns bewahren. Das Verbot der Augendienerei. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und doch war ihnen nichts anderes befohlen worden, als Allah treu in lauterem Glauben zu dienen.
also im rechten Glauben. Hunafa bedeutet also abweichend vom Irrglauben. Hanif ist jemand, der abweicht von was? Vom Schlechten. Hier schauen wir uns den Hadith 16-17 an. Abu Huraira radiallahu anhu berichtete, und der Hadith, bevor wir jetzt zum Wortlaut des Propheten sallallahu alaihi wasallam kommen, sollten wir uns noch einmal den Moment vor Augen halten, wie Abu Huraira radiallahu anhu diesen Hadith berichtet hat. Und zwar wurde er gefragt: Kannst du uns einen Hadith sagen, den du vom Propheten gehört hast, sallallahu alaihi wasallam, auswendig gelernt hast und verstanden hast? Dann sagte er: Ja, ein Hadith, den ich gehört habe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, den ich mir eingeprägt habe und verstanden habe. Und dann ist er in Ohnmacht gefallen. Und dann kam er wieder zu sich, dann sagte er: Also ein Hadith, den ich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört habe und den ich mir eingeprägt habe, den ich verstanden habe. Und dann ist er wieder in Ohnmacht gefallen. Und dann kam er wieder zu sich und dann sagte er wieder: Ein Hadith, den ich vom Propheten sallallahu alaihi wasallam gehört habe, den ich verstanden habe und mir gemerkt habe. Und schon wieder ist er in Ohnmacht gefallen. Dann kam er wieder zu sich und sagte: Ein Hadith, den ich gehört habe vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, den ich verstanden habe und mir eingeprägt habe, der erste Mensch, der am Tag der Auferstehung verurteilt wird, ist ein Märtyrer. Er wird gebracht und seine Wohltaten, die er wiedererkennt, werden ihm vorgelegt. Er wird gefragt werden: Was hast du damit gemacht? Er wird sagen: Ich habe um deinetwegen gekämpft, bis ich als Märtyrer fiel. Er wird sagen, also Allah, Jalla Jalaluhu, du hast gelogen. Du kämpftest, damit man sagt, dass du tapfer bist. Das wurde ja gesagt, es wurde auch gesagt. Es wird dann befohlen, ihn auf dem Gesicht zum Feuer zu ziehen und hineinzuwerfen. Möge Allah uns davor bewahren. Es wird ein Mann gebracht werden, der sich Wissen aneignete, es andere lehrte und den Koran las. Er rezitierte also den Koran. Dieser wird gebracht und seine Wohltaten, welche er wiedererkennt, werden ihm vorgelegt. Also was heißt das, die Wohltaten werden ihm vorgelegt? Hast du nicht Wissen bekommen? Ja, ja, Rabbi. Hast du Augen bekommen? Ja, damit du sehen konntest? Ja, ja, Rabbi. Hattest du eine Zunge, damit du sprechen kannst? Ja, ja, Rabbi. Also die Gaben werden ihm vorgelegt. Was hast du damit gemacht? Er wird sagen: Ich habe um deinetwillen gelernt und gelehrt und um deinetwillen den Koran gelesen. Er wird sagen: Du hast gelogen. Du hast das Wissen erworben, damit man sagt, dass du ein Gelehrter bist. Und du hast den Koran gelesen, damit man sagt, du seist ein Koranleser. Das wurde auch gesagt. Das heißt, dein Ziel hast du schon erreicht. Dein Ziel war weltlich. Du wolltest einen Rang in der Dunya. Diesen Rang hast du bekommen, also was willst du jetzt noch? Willst du jetzt noch Lohn? Das war ja gar nicht dein Ziel. Das war ja nicht für Allah. Es wird dann befohlen, ihn auf dem Gesicht zum Feuer zu ziehen und hineinzuwerfen. Des Weiteren wird ein Mann gebracht werden, den Allah zu einem wohlhabenden Menschen gemacht und dem er viele Reichtümer gegeben hatte. Er wird gebracht, also vor Allah, seine Wohltaten werden ihm vorgelegt und er wird sie wiedererkennen. Er wird gefragt werden: Was hast du damit gemacht? Er wird sagen: Ich habe keinen Weg unterlassen, den du gerne hast, also den du gern hast und auf dem man spendet, ohne dass ich um deinetwillen gespendet habe. Also ich habe für alles Mögliche gespendet. Ich habe Moscheen gebaut, ich habe Brunnen gebaut, ich habe Krankenhäuser gebaut, ich habe Waisen gepflegt. Ich habe alles Mögliche gemacht, was du willst. Er wird dann sagen: Du hast gelogen. Du tatest dies, damit man sagt, dass du großzügig bist. Das wurde gesagt. Es wird dann befohlen, ihn auf dem Gesicht zum Feuer zu ziehen und hineinzuwerfen. Möge Allah uns davor bewahren. Diese drei, liebe Geschwister, sind diejenigen, mit denen Jahannam aufgewärmt wird.
damit die Kuffar danach reinkommen. Das sind die Ersten, die in die Hölle gelangen. Möge Allah uns davor bewahren. Warum? Weil sie es nicht für Allah getan haben. Möge Allah uns Ikhlas geben. Deswegen gibt es ein Bittgebet vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. O Allah, ich suche Zuflucht bei dir, eine Tat zu vollziehen für einen anderen außer dich. Und ich bitte dich um Vergebung, wenn ich es unbewusst getan habe. Also wenn ich es für einen anderen gemacht habe und ich habe jetzt nicht so richtig da nachgedacht. Allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika shay'an a'lamuh wa astaghfiruka lima la a'lam. Ja, oder andere Formulierungen. Ich hatte ja vorhin gesagt, also die Formulierungen sind nicht bindend. Ja, wenn du sagst, ich kann jetzt den Wortlaut nicht. Ja Rabbi, gib mir Ikhlas, ja Rabbi. Ja Rabbi, lass meine Taten nur für dich sein, ja Rabbi. Ja Rabbi, bewahre mich davor, dass ich diese Gottesdienste mache für einen anderen außer Allah. Ja, formuliere es, wie du willst. Hauptsache, der Inhalt ist richtig. Also flehe Allah an, dass du aufrichtig bist in der Tat. Jetzt kann es aber sein, dass natürlich man ein Gefühl bekommt, ich bin toll. Es ist schön. Ja, ich rede jetzt vor euch, boah, jetzt kommt der Shaitan oder meine Seele, oh, bist aber wirklich der Wichtigste hier. Möge Allah uns bewahren. Oder du betest vor, boah, hast aber wirklich eine Stimme. Oder du spendest, boah, guck mal, du bist wirklich der Hammer jetzt, du hast gespendet. Diese Gedanken kommen, weil der Shaitan ist da und deine Seele ist da. Was machst du dann? Sofort die Sicherung. Sofort. Das ist wie beim Kurzschluss. Zack, sofort. Wenn die wüssten, welche Sünden ich habe, würde kein Mensch hier sitzen. Möge Allah uns bewahren vor der Bloßstellung. Wenn die wüssten, welche Sünden ich habe, kein Mensch würde hinter mir beten. Wenn die wüssten, welche Sünden ich habe, kein Mensch würde mir zuhören. Du musst das sofort unterbinden, indem du dich an Sünden erinnerst, die Allah verdeckt hat. Keiner kennt dich. Keiner weiß, was du Sünden getan hast. Allah weiß es. Und warum prahlst du dann? Du prahlst jetzt, dass du toll bist. Das ist dieses Schutzschild, was Allah aufgeschlagen hat. Das bist nicht du. Das muss dir bewusst sein. Die Leute sehen nicht dich. Du bist derjenige hinter dieser Visage. Du bist derjenige hinter diesem Schutzschild. Du bist derjenige hinter diesem Theaterstück. Hinter den Kulissen, der bist du. Aber was sehen die Menschen? Die sehen diese Projektion. Masha'Allah, wie toll der ist, wie gut der ist. Möge Allah uns vor der Bloßstellung bewahren. Ja Rabbi, bedecke unsere Sünden. Ja Rabbi, bewahre uns vor der Bloßstellung. Ja Rabbi, beschere uns eine zügige Reue aller Sünden, ja Rabbal Alamin. Das wird Al-Riya, die Augendienerei, sofort im Keim zerstören. Wie eine Kerze, kein Sauerstoff mehr und Salamu Alaikum. Sofort. Dann denkst du nicht mehr, du wärst. Egal wie schön deine Stimme ist und egal wie hochintelligent du bist und egal wie, was für ein toller Kerl du bist, du wirst nur noch sagen, ja Rabbi, bitte, 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 ja Rabbi, bitte nicht bloßstellen, ja Rabbi. Du bist in einem ganz anderen Thema jetzt. Und sobald jemand zu dir kommt, Maschallah, das war toll, ja Rabbi, sag ihm nicht, wer ich bin, ja Rabbi, lass das unter uns, ja Rabbi. Sag ihm bloß nicht, wer ich tatsächlich bin. Damit bist du beschäftigt. Und nicht mit, ja, ich weiß, ja, toll, ja, Maschallah. Ja, leider bist du halt nicht so. So jemand, der wirklich glaubt, er wäre es, der weiß gar nicht, worum es geht. Der weiß nicht, dass in 0, nichts Allah ihn bloßstellen kann. Möge Allah uns davor bewahren. Ich sage immer wieder, stell dir mal vor, du hast ein Display an deiner Stirn. Möge Allah uns davor bewahren, ja, vielleicht gibt es das ja irgendwann mal, ja. Ist ja alles möglich geworden heute. Ja. Und da immer Breaking News, ja, ihr da so ein, die ganzen Nachrichten, der hat das getan, gerade hat er das gesehen und dann hat er seiner Mutter dies gesagt und dann hat er das und da hat er das Gebet verpennt und das hat er so gemacht und so. All deine Sünden. Würdest du noch rausgehen aus der Wohnung?
Und du kannst das Ding weder bekleben noch kaputt machen, noch geht nicht. Würdest du rausgehen aus der Wohnung? Wie würdest du beten? Wie würdest du Da'wah machen mit den anderen? Du sollst jetzt weiterleben, okay? Du sollst weiterleben. Aber deine Sünden, möge Allah uns davor bewahren. Ja Rabbi, sturna wa la tafdahna. Ja Rabbi, bedecke unsere Sünden und stelle uns nicht bloß. Stell dir vor, das Ding läuft 24 Stunden und du lebst jetzt dein Leben. Und du sollst jetzt Da'wah machen. Du sollst aufrufen. Wie wirst du das machen? Du wirst sagen, Habibi, entschuldige, ich weiß, ich bin nicht besser als du. Siehst du ja. Ich bin nicht besser als du. Aber guck mal, Allah Azza wa Jalla hat uns auferlegt, zum Guten aufzurufen. Auch wenn wir schwach sind. Ja, es tut mir wirklich leid, dass ich dir das sage. Ich bin nicht der beste Mensch, aber ich will ja nur eine Hasana sammeln, also eine gute Tat sammeln. Deswegen erlaub mir zu sagen, du musst beten. So voller Demut wirst du Da'wah machen. Aber da Allah das bedeckt hat, deine Nachrichten, machen wir wie Da'wah. Hey du, a'udhu billah. Was machst du da? Denkst du, du bist ein Muslim? So überheblich. Stell dir mal vor, das Ding würde in dem Moment wieder losgehen. Der Typ würde sagen, hast du mal in den Spiegel gesehen? Guck mal, was da läuft auf deiner Stirn an Sünden. Oder nicht? Und deswegen, Al-Ikhlas bekommt man, wenn man weiß, ja Rabbi, du bist der Einzige, der weiß, wer ich bin. Keiner kennt mich, nur du. Also diese Tat, ja Rabbi, mache ich für dich. Mir sind diese Menschen sowas von egal, weil die Menschen kennen mich ja gar nicht. Ja Rabbi, du weißt ganz genau, wenn du mich bloßstellst, keiner wird sich interessieren für mich. Deswegen interessiert mich auch keiner. Nur du, ja Rabbi. Das heißt, diese Behandlung, indem du dich an konkrete Sünden, nicht allgemein wir sündigen, nee, das reicht nicht, sondern konkrete Sünde, die Sünde am Tag XY, an Uhrzeit Y, an dem Ort XY, ja Rabbi, bewahre mich davor, dass du mich bloßstellst. Bedecke sie, vergib mir sie, ja Rabbi al-Alamin. Also, dieser Ikhlas, liebe Geschwister, den erntet man, wenn man sich an seine Sünden erinnert. Was man für Augendienerei hält, die jedoch keine ist. 1621, also Hadith-Nummer. Abu Dharr radiallahu anhu berichtete, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wurde gefragt, wie ist es mit dem Menschen, der Gutes tut und die Leute dafür loben? Und denen die Leute dafür loben? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist die vorausgeschickte frohe Botschaft des Gläubigen. MashaAllah. Das heißt, jetzt hast du was Gutes getan. Oh, MashaAllah, Jazakallahu khairan. Du hast es ja nicht verlangt. Also du hast es nicht erwartet. Das ist eine frohe Botschaft von Allah. Wenn die Leute dich bestätigen, dass du etwas Gutes getan hast, dann ist das die vorausgeschickte frohe Botschaft. Also Allah will dich bestätigen. Das heißt, Lob zu bekommen widerspricht nicht dem Ikhlas. Lob zu erwarten widerspricht dem Ikhlas. Du erwartest es nicht, weil du weißt, den Lob verdiene ich nicht. Warum verdiene ich nicht? Habe ich jetzt nicht was Gutes getan? Doch, aber ich habe auch Schlechtes getan. Und wenn die das wüssten, die würden mich überhaupt nicht loben. Das heißt, diese armen Menschen, die loben mich, weil sie noch einmal die Fassade sehen, die Allah aufgebaut hat und nicht mich. Also verdiene ich dieses Lob nicht. Das heißt, ich erwarte es nicht. Aber darf ich mich freuen, dass man mich lobt? Ja. Warum? Ja, weil das eben die frohe Botschaft ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Gut so, weiter so. Ist der Unterschied klar? Zwischen ich erwarte Lob und Lohn oder ich erwarte es nicht, bekomme es aber. Dass man dich lobt, weil der Shaitan kommt, liebe Geschwister, von dieser Masche und sagt, A'udhu billah, die haben dich gelobt. Das kann nicht so weiter, mach keine Vorträge mehr. Du weißt doch ganz genau, du hast Sünden. Hör auf, Junge, das kann doch nicht sein, dass du gelobt wirst. Ja, ein Bruder, möge Allah uns alle recht leiten, der hatte diesen Waswas. Es gibt leider Menschen, die haben so einen Waswas. In Sachen Ikhlas. Habe ich Ikhlas? Habe ich nicht Ikhlas? Habe ich für Allah gemacht? Nicht für Allah gemacht. Die machen sich verrückt. Auf einmal ging das so weit, der hat Bart. Ja, Scheich. Jeder, der Bart hat, ist ein Scheich.
ja, wird Sheikh genannt. Ja, Sheikh. Oh, ja, Sheikh. Besonders in arabischen Ländern, ja, manchen arabischen Ländern, sobald du einen Bart hast, denken die, du bist Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu. Ja, Sheikh, der Shaitan kam in. Sheikh, du bist Sheikh, du bist so, was? Du ein Sheikh. Hör mal zu, mach den Bart weg. So kann das nicht weitergehen. Hat er den Bart weggemacht? Er hat doch keinen Lob erwartet. Er hat jetzt einen Bart. Er hat doch nicht selbst gedacht, der wär's. Sondern der macht das, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Bart hat. Aber Shaitan will dich entfernen von dieser guten Tat. Oder zum Beispiel, du liest nicht mehr Koran oder du gehst nicht mehr in die Moschee. Ah, mashallah, Allahumma barik, der Bruder ist immer in der Moschee. Oh nee, das ist, ich habe keine Ikhlas jetzt mehr. Warum denn nicht? Bist du zur Moschee gegangen, um diesen Lob zu ernten? Nein, Punkt. So einfach ist das. Diskutier nicht mit dem Shaitan lange rum. Bei Waswas haben wir immer gesagt, sofort die Handbremse. Keine Diskussion mit Shaitan. Warum bin ich heute hier? Wegen euch? Nein. Alhamdulillah, das war's. Alhamdulillah. So einfach ist das. Ich möchte, dass Allah meine Sünden vergibt. Und deswegen soll ich Gutes tun. Dazu gehört, in die Moschee zu gehen. Das ist mein Ziel. Ich habe Sünden, möge Allah uns vergeben. Und ich will die wegbekommen. Mit was? Mache gute Taten, dann gehen die schlechten Taten weg. Was ist eine gute Tat? In die Moschee zu gehen. Also gehe ich in die Moschee, damit die Leute mich sehen. A'udhu billah. A'udhu billah. Wenn die Leute mich kennen würden, möge Allah uns bewahren. Deswegen auch die Salafus Salih, einer von ihnen sagte, hätten Sünden einen üblen Geruch, könntet ihr nicht neben mir sitzen. Der andere sagte, wüsstet ihr meine Sünden, ihr würdet mich mit euren Schlappen beschmeißen. Das heißt also, wir dürfen das nicht vermischen. Ich erwarte kein Lob. Es gibt im Arabischen so einen Gebrauch, Allah kathar min amthalik, ja, möge Allah mehrere von dir machen. Astaghfirullah, mehrere von mir, a'udhu billah. Noch so einer. Nee, mehrere von Abu Bakr und von Umar und Uthman und Ali, okay. Aber doch nicht von unser einer. Hier aber, liebe Geschwister, auch eine andere Falle. Der Shaitan, wenn der merkt, okay, dann komme ich von der anderen Seite. Ja, ja, du bist ein Sünder und so. Und ja, sag das denen. Sag den Leuten, ich bin schlecht und sag denen, ich bin wirklich schlimm. Und so. Das heißt, er will jetzt, dass du preisgibst deine Sünden. Dass du dich fertig machst vor den Leuten. Das ist auch nicht erlaubt. Sei einfach still. Mach deine Ibadah und sei ruhig. Du sollst weder denken, du machst Riya, noch sollst du dich fertig machen vor den Leuten. Ja, ich bin euer Bruder, der Sünder, der Allah jedes Mal vergisst. Möge Allah bewahren. Ja? Sowas geht nicht. Und sich selbst öffentlich zu tadeln, ist eine Form des Lobes. Wenn jemand kommt und sagt, ja, guckt mal, ja, möge Allah uns vergeben, ja, wir sind doch immer wieder schlecht. Was denken jetzt die Leute? Boah, mashallah, was für ein Ikhlas der Bruder hat. Guck mal, der hat wirklich diese Selbstkritik und so. Das kann auch wieder zur Augendienerei führen. Sei einfach ruhig. Du hast deine Sünden, bitte Allah um Vergebung. Wassalamu alaikum. Und mach Gutes vor den Leuten, nicht vor den Leuten. Das muss dir egal sein. Das ist ja der Maßstab des Ikhlas, ist was? Dass deine Taten vor den Leuten und im Stillen gleich sind. Du bist kein anderer Mensch vor den Leuten. Weder bist du ein besserer, noch bist du ein schlechterer. Einige denken, nee, ich muss immer schlechter sein. Ich muss so tun, als ob ich überhaupt nicht gut bin. Nein. Bleib einfach so, wie du bist. Und ein anderes Merkmal des Ikhlas ist, dass Lob und Tadel bei dir gleich sind. Du machst Gutes. Ob die dich loben, nicht loben, ob sie dich tadeln, das ist dir egal. Sondern du machst es nur für Allah subhanahu wa ta'ala. Dann machen wir auch noch einmal, inshallah ta'ala, hier eine Pause, bi'idhnillah. Und viertel vor, inshallah, machen wir dann den letzten Vortrag für heute. Möge Allah azza wa jalla uns vergeben und unseren Iman stärken. Wa sallillahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.